nur mit dem ganz dicken Ding gespielt. Onikenrot! Wenn das gerufen wird, ist in der Turnhalle Lemwerder mal wieder Kinball-Training. Aber Kinball, was ist das eigentlich? Die Grundregeln sind, drei Mannschaften spielen auf dem Feld. Eine Mannschaft macht immer die Aufgabe, ruft, der Aufspieler ruft ganz laut Omniken und nennt dann eine gegnerische Spielfarbe. Das aufgerufene Team muss dann schnell zum Ball und den irgendwie oben halten, denn die Kugel darf den Boden nicht berühren. Ansonsten gibt es einen Punkt für die beiden gegnerischen Mannschaften. War auf dem Boden? Okay. Aber wieso eigentlich Kinball? Was machen die da mit ihrem Kinn? Hat mit dem Kinn eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Dieser Name hört sich im deutschen Sprachgebrauch wirklich lustig an. Aber es wird ja auch nur mit einem N geschrieben. Der Grund, der Name Kinball leitet sich vom griechischen Wort Kinesis ab. Das heißt Bewegung. Erfunden wurde das Spiel übrigens in Kanada. Ein Spiel dauert in der Regel 3 mal 15 Minuten. Nach 15 Minuten macht man eine kleine Pause. Gewonnen hat am Ende die Mannschaft mit den meisten Punkten. Der Lemwerder Turnverein existiert seit 1904. Kinball wird allerdings erst seit 2020 gespielt. Insgesamt hat der Verein 1400 Mitglieder. 16 davon spielen einmal in der Woche Kinball. Das Besondere in Lemwerder ist, dass die Spieler alle ein ganz unterschiedliches Alter haben. Der Älteste ist 63, die Jüngste ist die 11-jährige Emma. Anniken, grün! Manchmal geht es halt wirklich schon schnell zu schnell. Da muss man echt gucken, dass man hinterherkommt. Das ist schon ein bisschen schwierig. Emma spielt Kinball schon seit sie 6 Jahre alt ist. Und das, obwohl der Sport eigentlich erst ab einem Alter von 10 Jahren empfohlen wird. Mir gefällt an dieser Sportart, dass es wirklich ein Teamsport ist und man nichts alleine macht. Also man braucht schon sein Team, um einen Punkt zu bekommen. Auch die anderen sind von dem Spiel mit dem großen, 1 Kilo schweren Farbklecks begeistert. Immer wenn ich das erzähle, so, oh, was ist das denn? Habe ich ja noch nie gehört. Ja, und ich bin da auch nur durch Zufall drauf gestoßen. Hier ist man wirklich mit Geist, Körper und allem dabei. Das ist ein komplett Ganzkörpertraining. Man muss eine gute Reaktionsfähigkeit haben, auch eine gute Ausdauer. Wettkämpfe spielen die Lemwerderaner übrigens nicht. Ihnen geht es einfach nur um Spaß mit ihrer dicken, bunten Farbkugel. Ein cooler Verein, oder? Noch mehr davon findet ihr hier auf dem RTL Nord YouTube-Channel oder ihr schaut einfach mal auf dem Streaming-Portal RTL Plus vorbei. Da findet ihr alle aktuellen Ausgaben unseres TV-Regionalmagazins RTL Nord.